So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Broken Age von Wolfpad LP. Die Suppe hat jetzt einen pH-Wert von 6, aber wir brauchen 7. Und jetzt hat sie einen pH-Wert von 9, das weiß ich. Und jetzt ist der pH-Wert 8. Und jetzt müsste der pH-Wert 7 erreichen. So, fragen wir mal den Löffel. Wie ist der Säuregehalt des Gemischs, Löffel? Die Mixtur hat einen pH-Wert von 5, korrekt. Das ist die falsche Richtung. Verdammt. Dann hat's um 2 gesenkt. So ein Mist. Okay. Wenn's um 2 senkt, dann müssen wir dummerweise jetzt nochmal erhöhen. So. Jetzt haben wir einen pH-Wert von 9. Was kannst du mir über den pH-Wert sagen? Die Mixtur hat einen pH-Wert von 11. Korrekt. 11? Das ist nicht gut. Wir müssen einen Wert um 7 erreichen. Ach so, ja, klar. 11. So. Jetzt, wenn ich mich nicht irre, müsste 9 sein. Jetzt müsste 9 sein. Wie ist der pH-Wert? Die Mixtur hat einen pH-Wert von 9. Korrekt. Genau. Du schaffst es, mein Sohn. Ja, und du stehst daneben, Vater. So, Löffel, jetzt sag 7. Hat es geklappt? Ich messe einen pH-Wert von 7. Heureka! Der perfekte Wert, Sir. Gute Arbeit, mein Sohn. Nun zur letzten Ingredienz. Nur ein wenig Binde- und Reduktionsmittel. Es ist perfekt. So klein. Auch Kleines kann Großes vollbringen. Na los, reparieren wir das Schiff. Ich liebe Wissenschaft. Ja, Wissenschaft ist was Tolles, nicht wahr? Faszinierend. Genau wie mein Papa das machte. Lass mich an die Hülle und ich repariere sie. Gerne. Leg los. Hey, kann ich da runter? Wolltest du nicht bei der Suche nach Sachen für mein Schiff helfen? Ach ja, was fehlt noch? Ich brauche immer noch ein Genie in Elektronik und, dann haben wir noch keine supraleitende Gyroskop-Hypercam und... Wir müssen noch meinen hochleistungsfähigen Anti-Schwerkraftschubantrieb ersetzen. Sobald wir das alles geschafft haben, können wir abfliegen. Bin dabei. Gut, darunter kommen wir wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Kann ich durch dieselbe Tür wie mein Vater gehen? Oh, darunter willst du bestimmt noch nicht. Viel zu unsicher. Viele von den unteren Etagen sind instabil und wer weiß, ob man die Luft da atmen kann. Außerdem gibt es da noch fehlerhafte Schaltsysteme, die ich erst noch unter Kontrolle bekommen muss. Warum hast du meinen Papa nicht davor gewarnt? Hast du nicht seinen Blick gesehen? Mir war klar, dass ihn nichts davon abhalten würde. Sehr schön. Gut, damit haben wir jetzt aber zumindest eine weitere Sache geschafft. Bin ich mit Jay schon ein ganzes Stück weitergekommen? Ich bin mal gespannt, können wir da unten jetzt noch irgendwas dran machen? Vielleicht uns was holen? Was wir brauchen können? Nee, hier scheint nichts mehr dran zu sein. Kann ich vielleicht sowas, so einen Haken? Bleib wachsam, es könnte sich Essen in der Nähe befinden. Das hier bei den Möwen nehmen? Ich glaube, ich sollte sie lieber in Ruhe lassen. Ja, das glaube ich auch. So, bei dem nützt es ja wahrscheinlich immer noch nichts. Wenn ich das damit mache. Warte mal. Ist das doch bei der Möwe? Na komm, ich sehe die Möwe an. Jetzt. Ich glaube, ich sollte sie lieber in Ruhe lassen. So. Wird dieser Pfeifton durch etwas verursacht, das in seinem Hals steckt? Vielleicht könnte ich es rausholen mit... Sir, damit würden Sie es wahrscheinlich nur noch weiter reindrücken. Ich empfehle stattdessen einen plötzlichen Schlag auf den Unterleib. Glauben Sie mir, mit dem Verhindern von der... Ja, das kennen wir ja schon. Dummerweise habe ich nichts, mit dem ich ihn schlagen könnte. So komisch sich das auch anhört. Wie kann ich Carol beweisen, dass das ein toller Angelhaken wäre? Das frage ich mich auch. Das würde nichts bringen. Ah. Mit was? Wie können wir denn angeln? Beziehungsweise was können wir denn angeln? Ich kann's nicht glauben. Irgendwas müssen wir damit hier angeln. Hinten an dem Brunnen können wir wahrscheinlich auch nicht. Und die Schlange damit angeln? Wird vermutlich auch nicht gehen.
Nein. Ich will dieses Horn nicht kaputt machen. Es ist ein wichtiges Sicher... Hallo mal wieder, alter Freund. So, und jetzt... Es muss die Gefahr gewinnen. Ich kann meine Hände nicht benutzen. Na gut, das überspringen wir. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Hey, nicht anfassen. Vielleicht muss ich... Okay, jetzt ist alles gut, Curtis. Da angeln. Junge, in meinem Haus wird bitte schön kein Müll verbrannt. Das habe ich auch nicht vorgehabt. Was kann ich denn da machen? Deine Gemälde sind alle zerrissen. Ja, als ich das getan habe, war ich noch anders. Seitdem ich mit Metall arbeite, bin ich viel ruhiger. Ja, du bist ruhiger. Das würde nichts bringen. Und bei der Axt? Ich glaube nicht, dass mich das weiterbringt. Nö. Na, ich komme nicht weiter. Es ist alles ein bisschen... ein bisschen schlecht gerade. Weil ich nicht so recht weiß, wie ich das beweisen kann. Da sind oben schon Haken dran. Und bei der anderen? Wenn ich da dran springe, so. Und das Ding jetzt hier befestige? Beim nächsten Mal brauche ich vielleicht einen Rückenkratzer. Würde es helfen, wenn ich dir eine Häkelnadel zuwerfe? Bitte, ich versuche sinnlose Besitztümer zu vermeiden. Von hier aus kann ich das nicht machen. Er sieht vielleicht aus wie ein Eisbecher, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hast du dieses Mädchen gesehen? Ich glaube, das ist das Mädchen, das meine Leiter zerbrochen hat. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Irgendetwas an ihr war nicht leicht. Warum schwebt diese große Wolke eigentlich? Okay, bitte. Okay. Von hier aus kann ich das nicht machen. Kannst du die Toten auferwecken? Ich bin ein spiritueller Meister und kein Wunderheiler. Warum schwebt diese große Wolke? Weißt du, wo ich einen... Okay, bis später. Ja, das kennen wir alles. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß nicht, wie ich das Ding befestigen soll. Kann ich ihm vielleicht die Häkelnadel geben? Hey, könnte ein Haken helfen? Ich habe meine Leiter bereits an diese Wolke angehängt. Ich habe nur Angst, hochzuklettern. Kennst du dieses Mädchen? Das ist sie! Das ist dieses seltsame Mädchen, das die Leiter zerbrochen hat. Ich sag das wirklich nur ungern, aber sie muss sehr, sehr schwer sein. Natürlich. Fällt dir was ein, um diesem Kerl zu helfen, Löffel? Ich würde ihm raten, einen Tag mit einem ausgewogenen Frühstück zu beginnen, Sir. Natürlich, das hilft uns alles nicht weiter. Dieser Knopf steuert nur Grabsch-Gary. Ich frag mich, wo er im Moment steckt. Ich wette, der kleine Kerl würde ihn aufmuntern. Ja, leider ist er tot. Erkennst du dich mit komplexen technischen Bauplänen aus? Nein, ich kenne mich mit gar. Ach Mann, sei doch nicht so depressiv. Das hilft uns alles nicht weiter. Ich muss irgendeinen Weg finden, das mit dem Haken zu beweisen. Ich glaube nicht, dass mich das weiterbringt. Warum sollten sie einen Brunnen für diesen Spinner bauen? Oder soll damit ver... Mit der Häkelnadel hatte ich mich immer ins Navigationssystem des Schiffs... Und hier irgendwas angeln kann ich wahrscheinlich auch komplett vergessen. Oh. Wahrscheinlich... Nee. Hier komme ich nicht weiter. Nicht so. Ja, du versinkst, ich weiß. Bleib ruhig. So, hier an dem Nest kann ich wahrscheinlich auch nichts mehr machen. Kann ich vielleicht an dem Ding was machen? Ich glaube, das sollte ich besser nicht tun. Und ich denke mal, die Leiter mitnehmen darf ich jetzt auch nicht. Hä? Und den beiden da die Häkelnadel andrehen? Ich habe eine Häkelnadel, falls jemand kreativ werden möchte. Das wäre eher etwas für meine Frau gewesen. Und bei ihm? Ich habe eine Häkelnadel. Nein, das bringt uns alles nicht weiter. Ich muss das irgendwie beweisen können. Dann kommen wir weiter, da bin ich mir verdammt sicher, aber...
Hey, hey, so nicht. Möchtest du einen Cupcake kaufen? Vielleicht bei denen? Hey! Ich sammle damit Geld. Für einen guten Zweck. Braucht jemand eine Häkelnadel? Meine Mama bräuchte eine, aber nicht so eine. Ich kann auch keinem sagen, warum. Sag's ihm, Rocky. Wir sind Wie läuft eure Aktion? Wie läuft eure... Ach so, okay. Nicht so eine. Keine Ahnung, was für ein Besteck das ergibt. Dieser Knopf steuert nur Grabsch-Gary. Nein. Die Glasur auf diesem Poster kann man leider... Mit einer Häkelnadel kann ich ihn... Leider kann ich dieses Raumschiffsteil nicht häkeln. Meine Mama hätte das ganz bestimmt gekonnt. Ja, die kriegt alles gehäkelt. Ah, verdammt. Nicht so einen. Wie kriege ich... Kannst du das vielleicht richten? Vielleicht würdest du ja mit einer Häkelnadel noch besser kämpfen. Wir haben mit Essstäbchen angefangen und er hat es erst zum großen Stab gebracht. Damit sticht man sich nämlich nicht so schnell die Augen aus. Sehr schön. Vielleicht würdest du ja mit einer Häkel... Das bringt uns aber alles nicht weiter. Ich glaube, das sollte ich besser nicht tun. Ich gehe besser nicht in die Nähe dieses Vogelbabys. Seine Mama ist bestimmt nicht weit. Fazit, ich kann nichts tun. Das ist mal wieder so eine Situation, in der ich nicht so recht weiß, wie ich ihr das beweisen soll. Ich habe ja nichts, was ich damit angeln könnte. Hey, hey, möchtest du einen Cupcake kaufen? Ich habe schon einen gekauft. Ich muss beweisen, dass das Ding angeltauglich ist. Und hier ist sowas? Schade, dass Alex nicht super weiche Gyroskop-Hypercam gesagt hat. Denn Federn hätten wir. Bitte plündere nicht den Laden meiner Frau, während sie weg ist. Sonst gibt sie mir die Schuld. Du hast auch an allem Schuld. Und da unten, dass ich hier die Häkelnadel irgendwie verbessert kriege? Wäre das eine Möglichkeit? Das ist nämlich jetzt so meine letzte Idee. Braucht jemand eine Häkelnadel? Ich habe nie häkeln gelernt. Ich wäre sicherlich furchtbar darin. Immer so negativ. Oder kann ich da unten vielleicht so eine zerrissene Figur häkeln? Also nicht häkeln, aber fangen. Um zu beweisen, dass der Haken tauglich ist. Ich muss ja irgendwas damit fangen können. Sonst wäre die Häkelnadel ja ein bisschen schlecht. Wahrscheinlich lieber nicht. Ich sehe da nichts, was ich gerne essen würde. Nein, das ist... Ich glaube, das sollte ich besser nicht tun. Fazit, ich komme nicht weiter. Ich hänge mal wieder fest. Weil ich mal wieder zu doof bin, hier herauszufinden, mit was ich häkeln kann. Wir haben es doch so gut mit dem Ei hingekriegt. Da müssen wir doch auch herausfinden können, wozu die Häkelnadel fit ist oder wozu sie taugt. Hier an dem Ding häkeln kann ich wahrscheinlich auch vergessen. Nö. War mir klar. Ihm die Häkelnadel geben? Hey, kannst du vielleicht was Interessantes aus einer Häkelnadel machen, wenn ich dir eine gebe? Nein, ich habe leider nie gelernt zu häkeln. Aber falls diese Sache mit den Gießfiguren nicht klappt... Ich habe gehofft, er würde jetzt zumindest die Figur, also die Häkelnadel, umändern. Ummodellieren. Nachdem ich noch nie Steuern an die Regierung dieses Landes bezahlt habe, hätte ich ein schlechtes Gewissen, die Post hier zu benutzen. Das glaube ich. Nicht. Also ich hätte kein schlechtes Gewissen. Ich kann's nicht glauben. Das ist doch nicht wahr, was hier kommt. Hey, kennst du dieses Mädchen? Oh Gott, dieses Gesicht. Oh, diese Erinnerungen. Oh, du bist genauso grausam wie sie, nicht wahr? Nein, das lasse ich lieber nicht in der Explosionszone zurück. Okay, ich kann also dieses Harz erzeugen. Ich glaube, das sollte ich besser nicht tun. Mit dem Porträt. Das ist doch etwas.
Jetzt ist halt die Frage, was muss ich machen? Kann ich vielleicht die Häkelnadel jetzt da drin zum Kleben bringen? Nein, das lasse ich lieber nicht in der Explosionszone zurück. Nö. Oh Gott. Hast du eine Idee, wie man eine supraleitende Gyroskop-Hypercam herstellen könnte? Nein. Aber ich bin beeindruckt, dass du zuerst diese Frage stellst und nicht gleich einen Baum fällen willst. Sei nicht so grantig. Mein kleiner Freund hier ist irgendwie tot. Und ich frage mich, ob du da helfen kannst. Tut mir leid, ich bin nur ein Baum. Ich kann keine Toten wiedererwecken. Ich kann nur Leben aus Sonne, Wasser, Erde und Luft erschaffen. Immerhin. Also ich kann ihn zum Erbrechen bringen. Da bräuchten wir bloß ein Gefäß, um das Zeug zu sammeln. Kann ich vielleicht diese Möwe davon? Ich glaube, ich sollte sie lieber in Ruhe lassen. Kann ich hier nicht irgendwas noch anklicken, um mir das zu beweisen? Es muss hier doch irgendwas geben, auf das ich die Häkelnadel anwenden kann. Verschwunden. Da unten gibt's nur Sand. Sie hat ja gesagt, sie bräuchte nicht so eine Häkelnadel. Also sowas könnte meine Mama gebrauchen, aber nicht sowas, hat ihr die eine mit gesagt. Mit der Häkelnadel hatte ich mich immer in... Beim nächsten Mal brauche ich vielleicht einen Rückenkratzer. Und ihm soll ich einen Schlag versetzen. Ich gehe nochmal ins Raumschiff, da muss doch irgendwas drin sein, was uns weiterhilft. Vielleicht ist hier ja... Vielleicht habe ich hier wirklich noch irgendwas übersehen. Kann ich hier vielleicht mit der Häkelnadel irgendwas angeln? Das könnte mir einen tödlichen Stromschlag verpassen. Alex würde mich wahrscheinlich umbringen, wenn ich an seinen Sachen herumbastle. Vermutlich ja. Brauchst du vielleicht eine Häkelnadel, um dein Schiff zu reparieren? Nein. Mein Schiff ist nicht zusammengestrickt. Natürlich nicht. Das wäre ja auch verrückt. Natürlich. Das war doof. Was steht denn da? Sieht so vertraut aus. Ich glaube, diesen Code müssen wir dann irgendwie machen. Den brauchen wir noch. Aber erst später. Sobald wir hier irgendwas mit der Häkelnadel anfangen können. Na, Häkelnadel. Wie kann ich da einen Haken draus basteln? Oder sowas. Also ich meine, ich muss das Ding ja irgendwie zu einem funktionstüchtigen Haken machen. Oder ich muss irgendwas im Explosionsradius hinterlegen. Das Ding? Das ist ja wohl nicht unglaublich. Nein, das lasse ich lieber nicht in der Explosionszone zurück. Das auch nicht? Nein, das lasse ich lieber nicht in der Explosionszone zurück. Den hatten wir schon. Nein, das lasse ich lieber nicht in der Explosionszone zurück. Dann halt nicht. Kann ich sie vielleicht doch nochmal fragen? Was für ein... Wie ich den Haken da irgendwie optimieren kann? Vielleicht hat sie ja jetzt noch eine Idee. Ich würde es mir zumindest sehr, sehr wünschen. Hey, Carol. Oh, das ist aber nett. Na dann, viel Glück und Petri heil, Carol. Ciao. Oh, Mann. Wie kann ich Carol beweisen, dass das ein toller Angelhaken wäre? Leute, lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich guck bis dahin nach, wie das funktionieren könnte. Wahrscheinlich lieber nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Wolf.